1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Irgendwas höre ich hier nicht richtig, deswegen muss ich mal hier schalten. So, da bin ich aber. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben wieder eine Freitemennacht heute und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an. Ruft ganz einfach an unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt heute Nacht Ulrich und der ist 35 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Ulrich. Dein Thema, um was geht's? Ja, also ich habe Probleme mit Frauen, besser gesagt, ich selbst habe das Problem, dass ich Exhibitionist bin und ich dieses Ganze auf einen gewissen Rahmen beschränken kann zurzeit, Pornokinos und Parkplatz. Aha, was heißt jetzt da genau Exhibitionist? Du gehst in ein Pornokino und was machst du da? Ich zieh mich aus. Nackt? Ja. Völlig nackt? Ja. Du gehst in ein Pornokino, wo andere Männer sitzen? Vorwiegend Männer, wo ich jedes Mal eigentlich mit der Erwartung reingehe, dass da auch andere Frauen reingehen. Ja, also du gehst in ein heterosexuelles Pornokino? So sieht's aus, ja. Gucken die anderen Jungs dich nicht blöd an, wenn du dich da nackt ausziehst? Ja, in gewissem Rahmen schon, wenn das dann die Homosexuellen sind. Da habe ich dann mein Problem mit, aber das ist... Ja gut, die haben natürlich einen Spaß, wenn du dich nackt ausziehst. Ich meine, die anderen Heteromänner, die werden doch da denken, was ist denn mit dem los, oder? Ja, sie gucken mal kurz und dann ist der Blick wieder weg, dann weiß man und wissen die auch Bescheid, dann aber dein hat man auch seine Ruhe dann. Ne? Ach so. Was heißt, ziehst du dich ja nur nackt aus oder onanierst du dann auch vor den anderen? Auch das. Ich onaniere auch. Ach so. Aber dein Schönstes wäre es, wenn dann in dem Kino auch eine Frau säße. Genau, die bei mir selbst auch aktiv wird, ja. Die bei sich selbst aktiv wird, die andere Männer ranlässt. Ja, aber das ist ja in der Regel nicht der Fall, dass da Frauen sitzen in den Pornokinos. Ist es dann nicht für dich langweilig, das zu machen, wenn dich nur Männer angucken oder die dich sogar vielleicht ignorieren? Das ist dann schon recht demotivierend. Das, ja. Das ist also frustrierend. Das ist nichts für den Exhibitionisten deines Schlages. Ja. So, das andere ist, du gehst auf Parkplätze. Ganz genau. So auf Sexparkplätze. So sieht's aus. Ja. Und es ist nicht irgendwo das nächste Schwimmbad, wo ich hingehe, auf den Parkplatz, weil da eben auch Jugendliche rumlaufen, weil da eben auch Leute rumlaufen, die nicht wissen, was läuft und die sich dann angestoßen fühlen. Also das ist schon ganz klar getrennt. Du verstößt jetzt gegen keine Gesetze. Naja, aber du gehst jetzt nicht, wie du gerade gesagt hast, schon in ein Schwimmbad oder auf irgendeinen ganz normalen Parkplatz, sondern du gehst dahin, wo eigentlich auch schon Sexualität stattfindet. Ja, genau. Ne, so meinte ich das jetzt. Also Gesetzesübertretung ist es natürlich schon, ne? Wenn man es genau nimmt, natürlich, ja. Beschreib mir dein Verhalten auf einem solchen Sexparkplatz. Was machst du da genau? Ja, ich fahre also mit dem Auto hin, guck mir die ganze Situation erstmal an, was da ist. Viele Kennzeichen kennt man auch. Ja. Mit vielen Leuten unterhält man sich dann auch mal. Ja. Und in dem Moment ist es natürlich so, dass ich dann auch, wenn ich mich mit den Leuten da unterhalte, immer darauf achte, dass das Pärchen sind. Ja. Und wann kommt der Moment, wo du dich ausziehst, wo du Exhibitionist auf diesem Parkplatz bist? In dem Moment, wenn ich merke, dass Pärchen suchend rumfahren. Ach so. Dann ziehst du dich auch wiederum nackt aus? Dann ziehe ich mich ganz aus. Und flitzt über den Parkplatz, oder wie? Nein, da flitze ich nicht rum. Da ist dann erstmal die Situation so, dass ich dann schräg im Parkplatz stehe, also ja. so 45 Grad zum Fahrweg. Ja. Und dann die Tür ganz auf. Ach so, und nackt im Auto sitzt. Genau, ganz so. Genau. Jetzt haben wir so einen auch wieder befriedige. Ja. Jetzt haben wir so einen kleinen Einblick in deine Eskapaden gemacht, wie du agierst sexuell. Am Anfang gerade hast du gesagt, ich habe Probleme mit Frauen. Mhm. Bist du im Moment ich gehe mal davon aus, dass du in keiner Beziehung bist im Moment. Das ist richtig. Mhm. Schon lange nicht? So ungefähr 2 Jahre jetzt. Ja. Hattest du diesen Trieb, diese exhibitionistische Ader auch schon, als du früher längere Beziehungen hattest? Ja. Ja.
Wussten die Frauen das, deine Freundinnen? Immer erst sehr spät in der Beziehung. Und es hat nur eine Beziehung gegeben bei mir, die hat ein Jahr gedauert. Und also es hat zwei Beziehungen über ein Jahr gegeben. Die eine Beziehung, die hat es akzeptiert. Und nicht nur akzeptiert, sondern die hat auch mitgemacht. Ach so. Das ist natürlich für dich wahrscheinlich das Tollste gewesen überhaupt, ne? Oder? Ganz genau. Ja. Ganz genau. Aber ich höre schon, das waren doch relativ kurze Beziehungen, die du hattest. Ja. Nämlich maximal ein Jahr, hast du gesagt. Maximal ein Jahr. Ja. Also die anderen drei Monate, vier Monate. Weil irgendwann komme ich dann doch so weit und sage, hör mal her, Mädchen, so und so sieht's bei mir aus. Verstehe. Und die meisten schreckt es wahrscheinlich ab dann. So sieht's aus. Ja. Hast du mit dieser Veranlagung, ich nenne es mal Veranlagung, hast du mit dieser Veranlagung für dich Probleme und sagst eigentlich, ich will nicht sagen, ich leide darunter, aber ich habe damit Probleme. Sagst du das? Mit der Veranlagung selbst nicht. Sondern? Damit, dass ich keine Frauen mehr kriege. Ne? Ja. Also, dass Frauen praktisch nur noch übers Portemonnaie laufen und die dann auch nur noch die Uhr im Blick haben. Ne? Wobei, das hängt natürlich, das eine, wie du es auch gerade selbst gesagt hast, hängt natürlich auch mit dem anderen zusammen. Ne? Das ist klar. Und du bewegst dich ja, es ist ja auch ein dünner, es ist eine Gratwanderung, auf der du dich da bewegst. Ne? Bemerkst du schon mal so ein Kribbeln, dass du dich vielleicht auch in Gegenden begeben möchtest als Exhibitionist, wo es dann sehr ernst werden könnte und wo du mit dem Gesetz in Konflikt geraten könntest? Nein, eigentlich das nicht. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ja. Also was für mich das Interesse ist, ist, dass die Frauen mitmachen. Ja. Und dass, wenn ich mit einer Freundin unterwegs bin, die das mitmachen würde oder mitmachen will oder mal ausprobieren will, dass ich auch ganz klar immer nur in die Bereiche reingehe, wo mir vom Gesetz her die Augen weggedreht werden, sag ich mal. Ja. Nun ist es aber so, dass die Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist, ne? Dass du eine Frau findest, wo das alles so funktioniert, wo das so klappt, die das hinnimmt oder die das sogar gerne mitmacht. Wie wichtig ist dir diese Art deiner Sexualität? Könntest du auch auf eine Frau eingehen, die sagt, pass mal auf, ich kann damit nichts anfangen, lass es bitte sein, tu es für uns, tu es für unsere Liebe, ging das? Weiß ich nicht. Ist ja eine wichtige Frage, ne? Wenn du dich verlieben. Ja, ist schon klar, kann ich aber nicht beantworten, absolut nicht. Ja. So ad hoc im Moment chancenlos, das Ding zu beantworten. Ja. Weil ich glaube ja, wenn man so, das ist ja schon eine eher abseitige sexuelle Neigung, die du hast. Kann man so sagen, glaube ich. Ne? Die Gefahr besteht natürlich, wenn du dich da zu sehr hineinbegibst, dass du dich irgendwann wirklich völlig isoliert hast in dieser Neigung und du gänzlich alleine da stehst. Das kann natürlich sein. Deswegen frag dich das gerade auch, wie weit bist du bereit, auch etwas vielleicht dagegen anzugehen, für eine Frau, für eine Liebe und so etwas aufzugeben. Halte ich für wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und das vielleicht auch zu tun. Das ist das Problem für mich, weil ich merke, dass ich da in diese Neigung immer mehr reinrutsche. So, genau so meinte ich es. Aber das Problem ist eben, dass ich da immer versuche, am Rande der Legalität zu bleiben. Mhm. Und wenn ich jetzt ein ganz Extremes habe, so wie am vor Weihnachten im Dezember war es, Mitte Dezember, da in den Kinos laufen auch schwarze Bretter und da wird dann auch mal ausgehangen, hey, hör her, Gangbang und Kram wird angesagt. Und dann die und die Uhrzeit und dann läuft sowas eben auch. Mhm. Dass dann man sich da halt einfindet und mal guckt, was läuft, ne? Mhm. Und eventuell auch mal mitmacht. Und die Frauen, die sich da inserieren, die lassen mitmachen. Das ist dann halt, man zahlt einen Kinoeintritt und hat den Rest dann. Ich finde, Ulrich, dass du dich darum bemühen solltest. Ich gebrauche jetzt mal so einen recht abgedroschenen Begriff, aber ich glaube, du wirst wissen, was ich damit meine. Dass du dich auch noch um das Normale in dir bemühen solltest. Um eine Normalität. Um auch auf ganz normalem Wege eine Frau kennenzulernen. Dich ganz normal auch um eine Frau zu bemühen. Dich auch einzulassen auf eine Frau. Auch dass ich eine Beziehung aufbauen kann. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige, um dem auch entgegenzuwirken, dass du da nicht immer weiter reingleitest in diese Welt. Und dann aber auch möglichst, das ist natürlich immer ein Risiko, ist mir völlig klar, relativ offen mit den Frauen zu sein und zu sagen, ich habe diese Veranlagung. Oder aber du sagst es nicht
und lebst es dann aber auch nicht. Das ist halt so ein Abwägen. Aber Grundrichtung müsste sein, finde ich, dass du im Auge behalten sollst, auch dich um eine ganz normale Beziehung zu kümmern und zu bemühen. Das Problem für mich ist, dass ich damit nicht hinterm Berg halten will. Gut, umso besser. Das heißt also auch, wenn ich es nicht leben würde, ja, müsste meine Partnerin darüber Bescheid wissen. Ja, das finde ich natürlich auch letztendlich die allerbeste Lösung. Und das würde ich dir wünschen, dass du eine Partnerin findest, die sagt, pass auf, ist nicht meine Welt, aber ich nehme es dir nicht übel, dass du es in dir hast, aber lass es bitte sein in unserer Beziehung, während wir zusammen sind. Wäre es ja optimal, ne? Das wäre das Optimale, nur ob ich das könnte, das ist eben das Problem, was ich nicht wüsste. Ne? Also Quintessenz des Gespräches, von meiner Seite aus, würde ich dir gerne sagen, oder sag's da nochmal, halt die Augen auf, auch für eine normale Beziehung zu einer Frau. Damit du nicht nur in diesen Schattenwelten, sage ich jetzt mal, agierst. Hm? Das ist richtig. Alles Gute, Ulrich. Warte nochmal. Alles Gute. Könntest du mich nochmal zurückstellen zu deinen Leuten hinten, zu dem Psychologen rüber? Ja, gerne. Das können wir gerne machen. Dann rufen wir dich gleich nochmal an, dann musst du auflegen, wir rufen gleich nochmal an. Alles klar. Okay, tschüss. Okay, danke, tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 50 50 ist unsere Telefonnummer. Wir haben heute kein Thema. Morgen haben wir aber ein Thema. Das Thema morgen heißt unfassbar, aber wahr. Ich möchte mich gerne mit euch über Geschichten unterhalten, wo man so im ersten Moment sagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich unglaublich, aber es ist wahr. Wenn euch so etwas in eurem Leben schon mal widerfahren ist und ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an. Morgen ist das unser Thema. Unfassbar, aber wahr. Heute freie Themennacht. Thomas, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Thomas. Ich glaube, wir sind uns einig, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Kind vergewaltigt wird. Ja. Zum Beispiel vom Stiefvater. Ja. Weißt du, was schlimmer ist? Wenn man das mithört am Telefon. Wenn man das mithört am Telefon? Der Sohn von meiner Chefin wurde vergewaltigt von seinem Stiefvater. Der Sohn von deiner Chefin? Ja. Er konnte dann abhauen von seinem Vater in sein Zimmer, wo er Telefon hat, und konnte mich anrufen. Der Vater ist wieder zu ihm und ich habe dann alles mitgehört am Telefon, was er ihm angetan hat. Wann ist das passiert? Gut 4 Wochen her. Ja. Wie alt ist das Kind? Der ist 13. Ja, der hat dich angerufen. Was war denn da, bevor er dich angerufen hat, was war da schon passiert? Da hatte er ihn schon vergewaltigt. Da hatte er schon einmal vergewaltigt? Ja. Dann ist der Junge in einen Nebenraum gelaufen? In sein Zimmer, wo er ein Telefon hat. Und hat dich angerufen. Was hast du für eine Beziehung zu dem Kind? Ja, ich bin für ihn halt wie der große Bruder. Das heißt, ihr seid gut bekannt miteinander? Ja. Auch privat. Ja. Daher, ja, da hat er mich angerufen, hat mir das gesagt und ich konnte es im ersten Moment nicht glauben. Ja. Beschreib mal die Situation dann am Telefon. Der Junge erzählt das. So, und... Dann hat er gehört, dass sein Vater gekommt. Ja. Hat noch das Telefon unter das Kopfkissen liegen können. Und dann, ja. Das heißt, der Vater hat das nicht gesehen, dass er telefoniert hat. Nein, zum Glück nicht vielleicht. Und hat das Telefon, den Telefonhörer unter das Kopfkissen gelegt? Ja. Ohne aufgelegt zu haben? Ja. Und das war vielleicht auch gut, ich weiß es nicht. Und dann hast du das mitgehört? Ja, und dann ist bei mir auch wieder alles hochgekommen. Was ist bei dir hochgekommen? Mir ist das Gleiche passiert. Da war ich 9. Wer war das bei dir? Ein Fremder. Ist das einmal bei dir passiert? Ja. Und ich hatte nie den Mut, meinen Eltern oder so was zu sagen. Mhm. Weil ich wurde erzogen, ein Junge, der... Na? Aber der Lütter hatte den Mut, mich anzurufen und... Ja. Was hast du denn da gehört? Alles, wie der Junge geweint hat, wie er geschrien hat. Wie der Vater ihn geschlagen hat. Der Junge, der hat im Gesicht einen Narben, der Arm war gebrochen. Krippe weinen. Wie lange hast du das angehört? Eine gute Stunde. Eine gute Stunde? Ja. Wieso hast du die Polizei nicht benachrichtigt? Ich konnte nicht auflegen. Wie, warum nicht? Ich konnte den Jungen nicht im Stich lassen in dem Moment.
Hinterher habe ich die Polizei angerufen. Nach einer Stunde? Ja. Und dann? Sind die hingefahren, haben geguckt. Ja, alles in Ordnung. Und dann? Ja, dann habe ich das der Mutter erzählt. Die, also die Polizei ist dann wieder weggefahren? Ja, die ist weggefahren. Hat mir gesagt, ja, da war nichts, ist alles in Ordnung. Der Junge schläft. Haben die das Kind gesehen? Nein. Wahrscheinlich nicht. Haben die dir nicht geglaubt? Nee. Nee, mir nicht geglaubt. Bis es dann nochmal passiert ist. Moment, das ist eins am anderen. Dann hast du es der Mutter erzählt. Ich habe es der Mutter erzählt. Ja. Aber die konnte es auch nicht richtig glauben und Chris hatte Angst, also der Junge, was zu sagen. Ja. Dann ist es nochmal passiert. Dann hat er den Mund aufgemacht, die Mutter hat ihn dann angezeigt. Aber das hast du nicht noch dann nochmal mitgehört? Mhm. Nein. Zum Glück nicht, ich glaube, da wäre ich tot gegangen. Dann hat der Junge es der Mutter gesagt. Ja. Da der Vater kein Deutscher ist, hat sie halt Anzeige da gemacht, wo er herkommt, USA, soweit ich weiß. Der wird jetzt abgeschoben oder ausgeliefert. Sie hat keine Anzeige hier in Deutschland erstattet? Nein. Ist das so üblich? Keine Ahnung, sie wollte das so. Wegen ihrem tollen Ruf und weiß der Teufel nicht alles. Also nach meinem Rechtsempfinden wende ich mich hier an unsere Polizei, ja, und erstatte hier Anzeige. Ja. Und nicht in dem Land, wo der Mann irgendwie vielleicht herkommt. Ja. Ja, und... Und du? Der wird jetzt ausgeliefert oder abgeschoben, wie auch immer. Ja, und da drüben wird ihm dann der Prozess gemacht. Domian, aber eins kann ich dir... Aber so schnell kann das doch alles gar nicht. Dieses ist ja noch, als du es gehört hast, ist ja noch gar nicht lange her. Nee, aber... Wie du gerade gesagt hast. Ja, der wird jetzt wohl irgendwie abgeschoben, sagt sie. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder mit ihr telefoniert. Ja, also, nee, das glaube ich nicht. Das muss komplizierter und komplexer sein. So schnell funktioniert das alles nicht. Keine Ahnung, sie hat es mir so erklärt. Mhm. Aber okay, ich denke mal, sie weiß auch nicht mehr, wo hier der Kopf steht. Mhm. Auf jeden Fall eins sage ich dir. Das schwöre ich dir, wenn ich den Alten in die Finger kriege. Ja. Spätestens bei der Gerichtsverhandlung. Ja, bei der du wahrscheinlich gar nicht dabei sein wirst, weil sie in Amerika oder wo auch immer stattfindet. Die Mutter wird mich dann mit rübernehmen, denke ich mal. Mhm. Ich bringe den Kerl um. Nein, du wirst ihn natürlich nicht umbringen. Doch. Nein, du wirst ihn nicht umbringen, weil dadurch ist niemandem geholfen, wenn du das tust. Und das ist natürlich nicht die richtige Lösung, selbst wenn man das nachvollziehen kann, dass du aufgrund deiner eigenen Erfahrung da sehr emotionalisiert bist. Er hat so gewinselt. Ja. Aber weißt du, Thomas, auch wenn da sehr viel bei dir hoch aufgerührt wurde, du warst 9, jetzt bist du 25, gab es denn dennoch nicht Minuten, dass du da gedacht hast, ich muss das jetzt hier unterbrechen, ich muss sofort die Polizei anrufen? Ja, aber ich konnte nicht. Ich wollte den Jungen nicht im Stich lassen. Ja, du konntest ja für den Jungen eh nichts tun. Ja, aber für mich war das, ich bin wenigstens bei ihm. Mhm. Mhm. Er weiß, dass ich da bin. So, jetzt ist das eine sehr schlimme Geschichte, die auch mir nicht ganz durchschaubar ist, was du da erzählt hast mit dem, dass der Mann abgeschoben werden soll und die Zeitfolge ist mir so ein bisschen eng. Und du bist selbst sehr, sehr emotionalisiert, weil du etwas ähnlich Schlimmes mal erlebt hast. Deswegen möchte ich, dass wir dieses Gespräch jetzt hier abbrechen und dass du in eine gute Betreuung jetzt kommst von meiner Psychologin. Ja. Und alles Weitere da besprochen wird, okay? Domian, es wird immer nur von Mädchen geredet, die vergewaltigt werden. Nein, es wird auch aber von Jungs glaub, gesprochen. Aber ich glaube, die Dunkelziffer bei Jungs ist höher. Weil Jungs meistens so erzogen werden. Ja. Euch passiert nichts, ihr seid stark, ihr könnt euch wehren. Und dann haben die Jungs nämlich Angst, was zu sagen. Ja. Ich kann nur allen Jungs sagen, Leute, und allen Kindern, die vergewaltigt werden, Leute, macht den Mund auf. Mhm. Liebe Thomas, du legst auf und wir rufen dich gleich zurück. Okay, danke, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800... 220-5050, Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Und weiter geht es jetzt hier mit Gabi. Gabi ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Gabi. Um was geht's bei dir, Gabi? Tja, mein Thema ist, mein Kind hat mir das Leben gerettet. Was sich ja sehr schön anhört und gut anhört. Ja, sicher, aber für mein Seelenleben ist das absolut miserabel.
Dein Kind hat dir dein Leben gerettet? Ja, und zwar ist das folgendermaßen gewesen. Ich hatte mich von meinem Ex-Mann getrennt. Mhm. Und kurz vor unserem 20. Hochzeitstag ist er total ausgerastet. Kam an die Wohnung, klingelte, hämmerte und ich hatte Angst wegen meiner Tochter, dass die aufwacht. Dann kam er reingestürmt, stürzte sofort auf mich, würgte mich, schleifte mich durch die ganze Wohnung. Sie hat sich mich auf das Sofa geschmissen und saß auf mir und fing mich an, weiter zu würgen. Ich hatte Todesangst, ich konnte nicht mehr schreien, ich kriegte keine Luft mehr. Und dann hatte ich nur noch gesehen, dass er was aus seiner Jackentasche holte und ich sah einen Hammer. Mhm. Und kurz bevor ich bewusstlos wurde, habe ich gesehen, dass er den Hammer auf mich, also mich schlagen wollte. Ja. Hinterher habe ich erfahren durch die Polizei und Kripo, die da bei mir war, dass meine Tochter mir das Leben gerettet hat. Sie hat ihnen den Hammer aus der Hand geschlagen. Wie alt ist die Tochter? Die war zu dermaligen Zeit 7 Jahre alt. 7 Jahre erst? Ja. 7 Jahre erst alt. Ja, oh, ich fange schon wieder an zu zittern. Das liegt jetzt wie lange zurück? Das war 01. Bitte? Das war 01. Ah, also 3 Jahre. Ja, und ich werde da, komme da nicht mit klar. Ich sehe die Bilder immer noch vor mir. Sag mir noch mal, erkläre mir, warum der Mann nach so langer Zeit des Zusammenlebens in derartiger Weise deines Erachtens ausgeklingt ist. Was ist da los gewesen? Es ist, es fing damit an, ein halbes Jahr vorher habe ich mitbekommen, dass er fremdgegangen ist. Mhm. Und ich hatte mir das angeguckt, habe mit ihm geredet, er möchte so das bitte sein lassen. Und falls es nicht klappen sollte, dann möchte ich gerne eine Auszeit, dass wir uns für ein halbes Jahr trennen, ob wir überhaupt noch uns lieben, ob wir noch zusammengehören. Ja, und zuerst hat er gemimt, er war damit einverstanden, ja, und dann ging der Terror los. Er hat mich beschattet, er hat mich bedroht und ja, und dann ist er ausgezogen. Und ja, und dann ist es passiert. War er in dem Moment alkoholisiert? Leicht. Leicht. Aber nur leicht, das ist also gar nicht weiter. Ja, ich weiß genau, wann er stark alkoholisiert ist und wann nicht. Und zu diesem Zeitpunkt war es leicht. Jetzt nochmal zurück auf die Szene. Er hat einen Hammer, mit diesem Hammer will er auf dich einschlagen. Ja. Dieses kleine Mädchen von 7 Jahren. Ja. Schlägt ihm den Hammer aus der Hand. Ja. Da ist ja erstmal die Frage, wie hat die das geschafft? Ich kann es dir nicht sagen, Domian. Man hat mir erzählt, dass also die Polizistin hat sie ja beiseite genommen und meine Freundin wohnte nicht weit davon, die kam her und das Kind war so gefasst. Sie hat gesagt, ich habe Papa den Hammer aus der Hand geschlagen, Mama kann jetzt ganz ruhig sein, es passiert nichts mehr. Unglaublich. Wie rührend. Wie beeindruckend, wie rührend beeindruckend. Ja. Aber noch mal zu der Szene. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Das Kind schickt noch mal dem Vater aus der Hand, wie auch immer. Ja. So, und dann ist der Vater doch noch 10-mal dem Kind überlegen. Der dreht sich rum, der Hammer liegt vielleicht auf der Erde. Wie ging das dann weiter, bis dann mal Polizei kam? Die Polizisten meinten wohl, dass er in diesem Augenblick wohl einen Klick bei ihnen gegeben hat und hat gesehen, was er da angestellt hat. In diesem Augenblick, du kannst dich da nicht dran erinnern? Ich war bewusstlos. Gänzlich bewusstlos? Ja, ich habe keine Luft mehr, er hat mich ja so dermaßen gewürgt, dass ich also keine Luft mehr bekommen habe. Ja, wer hat denn dann die Polizei benachrichtigt? Ich weiß nicht, ich soll irgendwie geschrien haben und die Nachbarn, die haben die Polizei gerufen. Und was sind deine ersten Erinnerungen, als du wach wurdest? Was hast du gesehen? Ich habe nur diesen Hammer gesehen und habe geschrien wie am Spieß und dann habe ich meine Tochter gerufen. Und man konnte mich eigentlich gar nicht beruhigen. Die Augen sind ja richtig rausgetreten. Ach, du hast, als du aufgewacht bist, den Hammer noch irgendwo liegen sehen? Ja, ich war halbnackt im Flur, habe ich gelegen, hat er mich da liegen lassen. Dann, haben mich so gefunden. Als du aufgewacht bist, war da schon Polizei da? Ja, und war schon alles und da. Und trotzdem lag der Hammer noch da? Die Kripo kam ja und es durfte nichts angefasst werden. Das heißt, für dich
wo du in Todesangst warst, ist auch noch der erste Blick dann, als du aufwachst, wieder auf den Hammer. Ja. Und du konntest natürlich in den ersten Sekunden gar nicht alles auf die Reihe kriegen, was nun passiert ist. Ja, und in meinem Haushalt kann ich keinen Hammer sehen. Also sobald ich ein Ding sehe, zucke ich zusammen. Und sobald einer die Hand hebt in meiner Nähe, ich kriege Panikanfälle. Was hast du für ein wahnsinnig tolles Kind? Ja, ich bin auch sehr stolz auf meine Kleine. Im Alter von 7 Jahren so etwas zu tun und dann auch noch so zu sprechen, wie du es gerade gesagt hast. Ist ja also die war so cool drauf. Also die Polizistin hat gesagt, das war der Schock aber bei ihr. Wie hat sie sich denn von dem Schock erholt? Ich musste mit ihr zum Psychologen gehen. Ist das bis heute also eingerenkt wieder, einigermaßen? Also sie ist drüber, also die eine Zeit, als wir beide immer zusammengegangen sind, hat sie Angst um mich gehabt. Und sobald sie von Weitem ihren Vater gesehen haben, hat sie gesagt, Mama, Mama, schnell, er kommt, versteck dich. Mhm. Also sie hat nicht Angst um sich gehabt, sondern um mich. Unglaublich. Wie unglaublich. Ja. Hast du ihn angezeigt? Ja, der ist verurteilt worden. Zu was? Wegen gefährlicher Körperverletzung auf 1 Jahr zur Bewährung. Ist der Kontakt gänzlich abgebrochen? Nein, sie geht zu ihrem Vater. Sie geht zu dem Vater? Ja. Das will sie? Ja, also das war auch lange Zeit, dass das so gedauert hat. Sie muss doch ungeheuer schlecht über ihren Vater denken. Ich habe ihn nie schlecht gemacht vorher. Ja, das hat mir die Psychologin geraten. Der Psychologe hat auch mit ihr, sie hat es sehr gut weggesteckt. Ja, ja, gut, auch wenn du ihn nicht schlecht machst, aber sie hat ja gesehen, was er wollte ja die Mama umbringen. Ja, aber der Psychologe meinte, er meinte ja nicht sie, sondern die Mutter. Er meinte ja mich. Naja, drum. Ne? Das Kind hat mitbekommen, dieser Mann will meine Mama umbringen. Ja. Und wie ist das denn, wenn das Kind dann zu diesem Vater geht? Erzählt sie etwas? Ist sie da entspannt oder geht sie da doch eher mit Widerwillen hin? Nee, also es ist Anfang 03 ist sie wirklich hingegangen. Also hatte keine Angst mehr, nichts. Ist dir das denn recht, dass sie da hingeht? Ich kann ihr den Vater nicht vorenthalten. Man hat mir das geraten. Das zeugt von Größe, Gabi, dass du das so siehst. Ja. Ich glaube, ganz viele andere Menschen, und es wäre auch nachvollziehbar gewesen, hätten gesagt, nee, da kommt mein Kind nicht hin zu dem. Mhm. Ich finde die Haltung sehr respektabel, die du da an den Tag legst. Ja, sie liebt ihren Vater und ich kann nicht sagen, nein, du darfst da nicht hin, das geht nicht. Ja, und über diese Liebe wundere ich mich so, dass sie ihn wieder liebt oder noch liebt, nachdem was geschehen ist. Ja. Aber in eine Kinderseele kann man leider nicht reinschauen. Mhm. Sonst könnte man viel mehr und besser helfen. Hat der Mann sich bei dir entschuldigt? Nein. Das auch nicht mal? Nein. Siehst du ihn denn schon mal ab und zu noch? Ja, ich muss ja meine Tochter hinbringen. Ja, hast du nicht immer jedes Mal eine Verkrampfung und Angst, wenn du den siehst? Ja, klar. Ich fange an zu zittern, wenn ich jetzt drüber spreche. Meine Hand zittert, der Hörer, der wackelt an meinem Ohr. Und aber du hast keine Angst, dass er dem Kind was tut? Nein, er würde dem Kind nie was tun. Mhm. Also da bin ich mir sehr sicher. Das Gespräch gerade fing an, so mit einem traurigen Ton deinerseits. Ja. Mein Kind hat mir mein Leben gerettet. Ja. Der Ton ist traurig, weil dir was sehr Schlimmes widerfahren ist. Das verstehe ich schon. Aber ist der Ton auch traurig, dass das Kind das gemacht hat? Oder nein, das nicht? Dass das Kind das alles durchmachen musste. So wollte ich es weiter formulieren jetzt, das Kind das mitmachen musste, zum Psychologen rennen und das zu realisieren und das zu verdrängen und das oder zu verarbeiten, dass mein Kind sowas durchmachen musste. Das verstehe ich und das sehe ich genauso wie du. Mhm. Aber ich möchte dich wirklich beglückwünschen zu so einem wunderbaren Menschen, den du da als Kind hast. Ja. Das ist ja unglaublich. Bin ich auch sehr stolz drauf. Was das euch beide aneinander bindet, Gabi. Mhm. Wenn das Kind älter wird, wenn ihr darüber sprecht. Mhm. Wenn dieses Kind mit 7 schon so reif ist und so klug und so cool reagiert hat, ist das unvorstellbar, finde ich. Ja. Nur ich komme mit dieser Szene nicht mehr klar. Ich denke da immer dran. Hast du denn für dich keine Hilfe in Anspruch genommen? Nein, ich hatte das erst verdrängt. Es war der Prozess. Es war erst meine Tochter, der ich helfen musste. Und
Das würde ich jetzt wieder an und jedes Mal, wenn dieser Tag sich nähert, ich kriege Panikattacken, ich schreie im Schlaf, ich träume davon, das würde ich dir aber auch ganz dringend raten, Gabi. Ich hatte es fast schon vorausgesetzt, dass du selbst auch schon eine psychologische Hilfezeit hinter dir hast. Nein. Dringend rate ich dir. Ich habe mir das geraten damals bei der PPS, bei der Kriminalpolizei oben. Aber ich habe erst gesagt, erst kommt meine Tochter dran und so. Ich hatte gedacht, ich kann es verarbeiten, aber es funktioniert, ich kann es nicht. Das ist ja schon eine klare Aussage, ne, dass du es selbst nicht kannst. Ja. Jetzt verbinde ich dich gleich mit meiner Psychologin. Ja. Und die wird dir sagen, wie und wo du das am besten arrangierst, dass du schnell auch in gute psychotherapeutische Hände kommst. Mhm. Ich danke dir. Das ist ganz wichtig, finde ich. Ja. Ganz wichtig. Danke dir, dass ich mit dir sprechen konnte. Ich danke dir für das Vertrauen. Und du legst auf und Heide, ja, so heißt meine Psychologin, ruft dich gleich an. Alles Dankeschön. Liebe. Tschüss. So, meine Lieben, wen haben wir denn hier? Anja ist hier. Nein, wie komme ich auf Anja? Anja ist es nicht. Ramona ist es hier. Ramona, 24 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Ramona. Wie geht's dir? Bescheiden. Bescheiden. Hat das mit dem Thema zu tun, weswegen du angerufen hast? Ja, ich hatte letztes Jahr im September eine Totgeburt. Oh. Ja. Was natürlich mir noch wahnsinnig hinterherhängt, das ist ganz klar. In welchem Monat hattest du die Totgeburt? Im 8. Monat. Mhm. Wie lange war das Kind schon tot? Zwei bis drei Wochen. Wusstest du das vorher? Nein, also da hat mein Arzt, denke ich mir, einen Fehler begangen. Ich habe ihm vertraut und also das Kind hat sehr lange in Steißlage gelegen und immer mit dem Rücken Richtung oder an der Bauchdecke. Mhm. Und ich war das erste Mal schwanger. Ich habe meinem Arzt vertraut. Er hat immer gesagt, das ist alles in Ordnung. Das Kind wächst normal. Es ist alles wunderbar. Und dann war ich einmal da und hatte einen normalen Termin. Mhm. Und dann hat er gesagt, irgendwas stimmt nicht. Ja. Er will mich ins Krankenhaus schicken. Ja. Und im Krankenhaus haben sie mir dann erstmal lang untersucht. Also ich glaube, es hat bestimmt fast eine Stunde gedauert, bis mir dann wirklich generell gesagt wurde, dass das Kind nicht mehr lebt. So, als du das gewusst, als man dir das da gesagt hat, was ja schon wahrscheinlich ein ganz, ganz schlimmer Schock ist. Ja, also ich habe geweint. Ja. Also ich bin zusammengebrochen. Wie lange bist du dann noch mit dem Kind zusammen gewesen? Zwei Tage. Also ich war dienstags im Krankenhaus, wo sie mir das dann gesagt haben. Ja. Und sie haben gesagt, ich muss da bleiben. Mhm. Sie schicken mich nicht mehr heim. Mhm. Und und sie haben gesagt, die Geburt muss natürlich dann eingeleitet werden. Und am Donnerstag drauf war dann, habe ich dann Wehen bekommen um halb sechs. Und um 11.03 Uhr war er dann da. Das war mein Sohn, Luca. Der Luca. Ich möchte auf diese zwei, drei Tage noch zu sprechen kommen, wo du im Wissen gelebt hast, ich habe ein totes Kind in mir. Das ist für mich als Mann natürlich so nicht vorstellbar, wie es sich anfühlt, ein Kind bei sich zu tragen. Aber dann auch noch ein totes Kind. Was ist das für ein Empfinden für dich gewesen? Du weißt, dass das Kind, was du bei dir hast, tot ist. Ein beschissenes. Sorry, aber... Ja, wahrscheinlich noch viel gravierender, ne? Das Gefühl. Jan, ich glaube, was auch schlimm war, ich war ja nun auf der Entbindungsstation. Das heißt, Frauen sind mit ihren Kindern an mir vorbeigelaufen, mit ihren Neugeborenen. Ich habe hochschwangere Frauen gesehen. Ja, das verstehe ich, dass man dann natürlich, dass man sich identifiziert und denkt, das könnte ich jetzt auch sein. Ich wollte aber eigentlich noch auf einen anderen Aspekt hinaus, nämlich die Tatsache, etwas Totes in sich zu tragen. Macht einem das Angst oder ist es vielleicht sogar ein Ekelgefühl? Nee, also Ekel hatte ich gar keinen. Also ich hatte keinen Ekel, absolut nicht. Also ich kann das Gefühl noch nicht mal beschreiben. Also ich war schon in dem Wissen, das Kind ist tot. Mhm. Aber ich habe viel geweint, ich habe Leute angerufen und... Hattest du denn da das Gefühl, ich möchte jetzt so schnell wie möglich, dass die Geburt kommt? Ich möchte nicht, ja, das schon.
Ja, also ich habe auch nachgefragt, ob man das nicht per Kaiserschnitt holen kann und dass es halt wirklich schnell geht. Und haben gesagt, also per Kaiserschnitt machen sie es nicht. Warum nicht? Also sie haben zu mir gesagt, es hat einen psychologischen Grund. Mhm. Und zwar, ich habe ja dieses Kind 8 Monate in meinem Leib. Ja. Und sie wollen eigentlich, dass die Frauen die Geburt so normal wie möglich mitbekommen, dass sie auch diese Schwangerschaft nicht verdrängen. Ist das ein richtiger? Ich würde jetzt spontan sagen, ist Blödsinn. Ist es deiner Auffassung nach richtig? Ja. Ja. Also ich muss im Nachhinein sagen, dass es der richtige Weg war. Ja. Es gibt ja auch bei einem normalen Schwangerschaftsprozess gibt es ja nur auch den Kaiserschnitt und da ist es auch nicht so normal dann. Warum nicht bei einem gestorbenen Kind? Ja gut, ich meine, ich habe ja natürlich auch gleich gedacht, wenn das Kind tot ist mit Vergiftung, ne, das sind ja so Sachen, in den Sinn kommen, warum man das nicht dann gleich holt. Mhm. Und also sie haben mich beruhigt und haben gesagt, solange wie die Fruchtblase nicht platzt und kein Sauerstoff rankommt, wird der Körper nicht vergiftet. Verstehe. Das heißt, bevor so etwas passiert, stößt der Körper das Kind selber ab. So, jetzt gab es dann eine ganz normale Geburt. Mhm. Hast du dann dein totes Kind, deinen toten Jungen direkt gesehen nach der Geburt? Ja. Ich habe ihn auch noch 2 Stunden bei mir gehabt. Ja. Also es war, es mag blöd klingen, aber es war ein total fantastisches Gefühl. Mhm. Es klingt blöd, aber ich meine, es ist ja mein Kind. Also nein, blöd klingt das überhaupt nicht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man, es ist einmal so eine innige Beziehung entstanden in den Monaten und dann ist es ja auch eine Form des Abschiednehmens, ne, dass du ihn noch mal so lange bei dir hattest. Nee, also ich fand's toll. Also ich fand's wirklich toll. Also wir haben auch Fotos gemacht. Mhm. Wir haben Fußabdrücke genommen, wir haben ein bisschen von den Haaren abgeschnitten und haben das alles so in eine Mappe rein. Ja. Und also mir hilft's auf jeden Fall. Ich weiß, wie mein Kind ausgesehen hat. Eigentlich so aus, als würde er schlafen? Ja. Ja. Gut, also den ersten Moment, wo ich ihn gesehen habe, war es nicht so. Also das war eigentlich für mich ein Schock, weil man muss sich vorstellen, ein totes Kind, die Muskelanspannungen sind ja nicht da. Mhm. Das heißt, der Körper ist total straff. Mhm. Der Mund steht offen und also als er dann so da lag, das war schon ein Schock für mich. Mhm. Also so einen Anblick hat man ja auch nicht jeden Tag. Mhm. Aber, gerade dann das eigene Kind. Es funktioniert ja dann gleich, dass du es akzeptiert hast und so für dich es verarbeitet hast, das ist mein Kind, das ist mein totes Kind. Also es war erst ein wenig komisch, aber die Hebamme hatten dann ein Handtuch gewickelt und ist zu mir gekommen und hat gesagt, möchtest du ihn haben? Mhm. Und habe gesagt, ja. Also das war sofort ja, ich wollte ihn in meinem Arm haben und ich hatte auch die Zeit, also ich konnte ihn mir wirklich komplett angucken, ob die Füße, die Hände, die Ohren, also... Ramona, ist der Kleine dann auch ganz normal beerdigt worden? Ja, also das war für mich dann das Schlimmste. Also weil man mir schon an dem Tag, wo man mir das gesagt hatte, dass das Kind tot ist, da war gleich der zweite Satz, ja, Sie müssen jetzt an eine Beerdigung denken. Ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Also ich habe noch nicht mal gewusst, was mache ich jetzt als erstes. Mhm. Also das war jetzt man denkt ja an sowas Hattest du einen Beistand von dem Vater des Kindes? Mit dem Vater des Kindes war ich seit April des Jahres nicht mehr zusammen. Ah ja, ich dachte es mir schon, weil du immer so von dir alleine gesprochen hast, dass du das organisieren und regeln musst. Aber es kam dann zur Beerdigung. Es kam zur Beerdigung, ja. Wie ist denn, das Ganze ist passiert voriges Jahr im September, wie du gerade gesagt hast. Nun sind einige Monate vergangen. Wie ist dein Gefühlszustand im Moment? Also ich würde mal sagen, mir geht's eigentlich relativ gut. Mhm. Es gibt natürlich noch Momente, wo mich runterziehen. Ja. Manchmal auch, wenn man gerade so neugeborene Babys im Fernseher sieht, wenn es gezeigt wird, irgendwelche Sendungen oder auch wenn man rausgeht und sieht halt glückliche Mütter mit gesunden, glücklichen Kindern. Es ist schon immer so ein Stich ins Herz, das ist ganz klar. Dennoch ist es natürlich eine schöne Aussage, wenn du sagst, ich habe mich einigermaßen gefangen. Ja, also ich sage jetzt, ich kann auch normal darüber reden. Mhm.
Ich habe auch eine ganz, ganz liebe Freundin, mit der ich wirklich total darüber reden konnte und auch immer noch kann. Und egal wie oft oder wann und wenn es nachts um 3 war, also ich kann sie da anrufen, das war überhaupt gar kein Problem. Ja. Könntest du dir vorstellen, wieder irgendwann schwanger zu werden? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt im Moment nicht, aber klar, das ist noch ein bisschen irgendwann auf jeden Fall. Natürlich, also ich liebe Kinder, ich möchte Kinder, natürlich. Mhm. Liebe Ramona, dann wünsche ich dir für deine Zukunft alles Liebe, alles Gute und dass sich das dann irgendwann vielleicht nochmal so ergibt, genauso wie du es gerne möchtest. Und bin froh, dass du sagst, dass es dir einigermaßen gut geht nach dem Traurigen, was dir passiert ist. Domin, ich habe noch ein ganz, ganz kleines Anliegen. Ja, bitte. Und zwar, es gucken dir ja sehr viele Leute zu. Mhm. Und ich habe gemerkt, von der Öffentlichkeit, von den Leuten außen, die das dann mitbekommen haben, die haben immer so eine Scham, wenn sie sowas mitbekommen, also mich jetzt zum Beispiel persönlich anzusprechen. Ja. Und ich möchte einfach sagen, dass es grundverkehrt ist. Ja. Die Leute sollen mich ansprechen, sie können nachfragen, man braucht keine Angst zu haben. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis, den du jetzt gerade gemacht hast. Den kann man auch beziehen auf andere Situationen, wo jemand gestorben ist, wo auch viele Leute Scheu haben. Kann man jetzt denjenigen ansprechen, den Angehörigen oder nicht? Ich finde auch, man kann ansprechen. Weil gerade dieses Totschweigen finde ich wahnsinnig schlimm. Also ich finde, Leute gucken mich auch an und wundern sich, warum ich jetzt schon wieder herzhaft lachen kann. Mhm. Also so dieses Totschweigen. Also ich finde, man kann wirklich ansprechen und man kann auch höflich davon, also höflich nachfragen. Gut, dass du das auch noch mal jetzt am Ende gesagt hast, weil ich das auch sehr richtig und sehr wichtig finde. Liebe Ramona, in diesem Sinne alles Gute von Herzen. Danke dir. Für alles, was kommt. Tschüss. Alles klar. Tschüss. 0800 220 5050. Heute haben wir eine Freitemennacht. Morgen heißt unser Thema Unfassbar, aber wahr. Ich möchte mich gerne mit euch über Geschichten, über Erlebnisse, über Vorkommnisse unterhalten, die euch widerfahren sind, von denen ihr sagt, das ist unglaublich, das ist unfassbar. Das war ein Zufall, das war eine Fügung. Da war vielleicht ein Engel an meiner Seite. Da ist etwas passiert, was ich nie für möglich gehalten hätte. Oder mir ist etwas widerfahren, an das ich gar nicht geglaubt habe. Vielleicht auch irgendetwas Übernatürliches oder etwas, was man nicht einordnen kann. Das ist unser Thema morgen. Unfassbar, aber wahr. Und wenn ihr mir so das erzählen wollt aus eurem Leben, aus eurer Vergangenheit oder vielleicht auch gerade aus der Gegenwart, dann ruft morgen an. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr mir zu erzählen habt. Peter ist hier. Peter ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Peter. Es hat fast schon mit dem Thema zu tun, mit dem Unfassbar. Ich kann, also erstmal muss ich sagen, dass ich seit Wochen, Monate schon eure Sendung angucke, aber immer zum Frühstück, weil ich normalerweise nach Mitternacht einfach zu müde bin, um die Sendung zu verfolgen. Und dann nimmst du sie auf, oder wie? Ja, genau. Ach so, gucke ich erst zum Frühstück. Ja. Aber jetzt hat mich so ein Schlag getroffen an Silvester, dass ich seit der Nacht kaum noch schlafen kann. Weil das ist so entsetzlich, das kann man gar nicht begreifen, sowas. Seit Silvester, am Silvesterabend? Ja, hat ein Freund von mir einen Sexunfall gehabt und ist dran gestorben. Ein Sexunfall? Und zwar, wir sind in der schwulen Gummiszene drin. Ja. Also wir stehen auf Gummi-Outfits, Gummianzüge und mit Gasmaske und solchen Sachen. Mhm. Und der hat eben, was ich bis dato nicht wusste, dass es sowas gibt, mit Lachgas experimentiert. Mhm. Was heißt experimentiert? Er hat wahrscheinlich über Gasmaske seinen Gummischlauch an dieses Lachgas-Teil angeschlossen und dann eben sich da versucht, einen autosexuellen Kick zu schaffen. Mhm. Praktisch irgendwie einen Höhenflug oder irgendwie einen Orgasmus herbeizurufen. Ja. Und ist wahrscheinlich bei dieser Aktion ohnmächtig geworden. Ja. Und infolgedessen muss der Körper kollabiert haben, Lungen zusammengezogen und in der Ohnmacht, Bewusstlosigkeit dann erbrochen und ist praktisch am Erbrochenen gestorben. Und das in eurer Anwesenheit? Nein, das ist ja das Fatale, er war alleine daheim. Ach, er war alleine daheim. Ich dachte, ihr hättet irgendeine Party. In der Silvesternacht, eine Party. In der Neujahrs,
am Neujahrsmorgen praktisch gefunden. Ach, du hast ihn auch noch gefunden? Nein, ich nicht, aber praktisch, ich weiß, war der Nachbar oder ach so, Familie. Falsch verstanden. Mhm. Und jedenfalls... Lass mich noch mal kurz fragen, das ist ja nicht so geläufig, viele kennen das ja auch gar nicht und das ist ja auch ein bisschen bizarr oder krass. Es ist bizarr, ja. Vor allen Dingen, in derselben Woche ist meine Oma gestorben. Ja. Ich musste ein paar Tage später zur Beerdigung von meiner Oma, alle haben gesehen, dass ich kreidebleich bin, dass ich am ganzen Körper zittere. Mhm. Meine Schwägerin kam auf mich zu und ist hier irgendwas, geht ihr nicht gut? Und ich habe gesagt, ja, ich habe gerade weiteren Todesfall im Freundeskreis und man kann es ja nicht jedem erzählen. Nein, natürlich nicht. Ich wollte jetzt nochmal auf diese Kapriole der Sexualität zu sprechen kommen. Das heißt, die Männer oder es gibt da wahrscheinlich Frauen, also die Leute ziehen sich in Gummianzüge an, vollkommen so wie Taucheranzüge, sowas ist das. Ja, genau, also es gibt diesen Kick, also ich trage selber auch ganz gern Gummi und es macht Spaß mit Maske und so weiter und so fort und dann ich frage ja nur, um es zu verstehen. Man hat so eine Art Tauchermaske auf. Ja, genau. Das ganze Gesicht Maske auf dem vakuumdicht abgeschlossen. Das heißt, die Maske befindet sich auf dem ganzen Gesicht auch, also genau, nicht nur über den Augen. Mhm. Und er hat wahrscheinlich das über Gummischlauch, also oder Gasmaskenschlauch, wie auch immer, ich weiß die Einzelheiten nicht ganz hundertprozentig genau. Mhm. Er hat praktisch das Lachgas da eingeatmet und das verdrängt ja den Sauerstoff. Ja. Und wie nah war dein Verhältnis zu dem Mann? Ich hab, Mann ist gut, es war noch ein Junge, er war 23 Jahre alt. Mhm. Das ist das, was mich so entsetzlich durcheinander bringt. Mhm. Ich habe ihn vor 3 Jahren mal kennengelernt in Zürich. Ja. War ein unheimlich lieber Kerl und hat mich damals abgeschleppt, mehr oder weniger, zu sich nach Hause. Mhm. Ich weiß, wo er lebt, ich weiß, wo er wohnt. Und wir haben uns, durch das, dass wir im selben Verein, selben Club drin sind, wir haben uns immer wieder gesehen. Weißt du denn, ob dieses Lachgas in der Szene, in deiner Szene, ist das gängig, dass man damit experimentiert oder ist das schon ein sehr krasses Ding? Das ist eine krasse Ausnahme. Mhm. Also ich wusste es bis vor kurzem nicht mal, dass das irgendwie benutzt wird. Ach so, war denn der Freund? Ich habe auch gedacht, das wird eher in der Techno-Szene oder sonst irgendwie. Ja. Aber ist schon irgendwie krass. Also, war denn der Freund eher jemand, der auch dann in die Extreme ging? Ja, anscheinend, ja. Also er stand auf alles Mögliche, was so mit Vakuum und abschließen oder sonst irgendwie. Ja. Also, er war schon irgendwie total fixiert. Und vor allen Dingen, was mich wundert, er war für sein Alter schon ziemlich weit. Also wenn man sich vorstellt, jetzt er hat ja mit 16, 17 schon relativ schnell angefangen, sein Coming-out durchzuziehen. Mhm. Ging dann relativ schnell in die SM und die Fetischszene. Mhm. Als für das, dass er jetzt gestorben ist, war er vielen, vielen anderen Leuten, die in der Szene verkehren, weit voraus. Ja. Autoerotischer Unfall heißt, wie du es gerade gesagt hast, das muss man vielleicht mal erklären, dass er ganz alleine für sich war, mit sich Spaß haben wollte, sexuell, und da ist es dann halt bei passiert. Ne? Genau. Hält dich das davon ab, jetzt noch dich vielleicht in diese Szene weiter zu begeben? Hast Nein, du das, irgendwie, das nicht, das aber nicht. Man hat irgendwie Angst, vielleicht mit irgendjemand zusammenzukommen oder sonst wie, der auf sowas Ähnliches mit irgendwelchen Rausch-Sachen irgendwie, man hat irgendwie schon irgendwie komische Zweifel oder ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. Naja, es ist schon völlig klar, das ist begreiflich. Ja. Es gibt immer wieder, ich habe auch in dieser Sendung schon einige von diesen Vorfällen gehört, von schweren Vorfällen von Autosexualität, also wo man durch eigene Maßnahmen dann... Das ist ein Tabu. Gerade auch so eine Beerdigung, wenn ich dann so eine Trauerfeier verfolge, wie der Pfarrer dann von seiner Kindheit spricht und auf was er alles für Filme und für Bücher und so weiter, es ist ein totales Tabuthema, er kann natürlich nicht. Aber... bei der Beerdigung ist es ja wahrscheinlich auch nicht angesagt, das dann so zu beschreiben. Ne? Aber man merkt, oder bis zu dem Datum hatte ich mit sowas mich noch nie Gedanken gemacht, dass es solche Sexunfälle gibt. Das sollte auf jeden Fall jetzt ein Warnhinweis auch so für dich oder auf andere Betroffene aus diesen extremeren Szenen sein, damit sehr vorsichtig umzugehen mit solchen Sachen. Naja, überhaupt. Also, man hört ja schon, dass es auch bei Fesselspielchen zu solchen Sachen kommen kann, wenn jemand
irgendwie. Lieber Peter, es tut mir sehr leid, was dir jetzt auch passiert ist in deinem Freundeskreis, in deinem engeren Freundeskreis. Sehr leid, wirklich sehr leid. Es geht einem total nahe, wenn man ja ihn persönlich kannte. Mhm. Ich habe ihn ja wenige Tage vorher noch gesehen. Ich habe ihn bei einer Veranstaltung noch getroffen und so weiter. Und deshalb, es ist irgendwie, man kann es irgendwie nicht glauben. Also, du lässt die Finger vom Lachgas und ihr alle anderen bitte auch. Ja, das war auch mein Hauptanliegen, dass das hier auch beim breiten Publikum gesagt wird, dass Finger weg vom Lachgas, weil das kann nicht gut gehen. Lieber Peter, alles Gute für dich. Danke, danke. Von Herzen, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Jasmin, 21 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Jasmin. Ja, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt und geschockt, dass ich überhaupt durchgekommen bin, deswegen. Ja, und schon in der Sendung. Genau. Mhm. Jasmin. Ja, mein Problem ist, ich habe einen Freund jetzt seit ungefähr März letzten Jahres. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich kein Problem. Und ich habe halt so auch zu derselben Zeit festgestellt, dass ich halt auch auf Frauen stehe. Mhm. Und Während der Zeit, während du mit ihm zusammen bist? Oder genau, als du ihn kennengelernt hast? Nö, eigentlich so in dem Zeitraum. Also so letztes Jahr irgendwann ist mir das halt so aufgefallen. Wie ist dir das aufgefallen? Ja, also ich habe mich halt immer gewundert. Ich habe es halt schon irgendwie gemerkt, dass mich Frauen schon interessieren. Habe es mir aber nicht so wirklich eingestehen wollen. Ich weiß auch nicht, was heißt das denn, interessieren? Interessieren ist ja nur ein großer, weiter Begriff. Guckst du den Mädels auf den Po oder auf den Busen oder was? sagen wir offen ja. Ja. Und du hast schmutzige Gedanken, wenn du an Frauen denkst, manchmal. Ja, eigentlich schon. Das ist natürlich so ein Indiz, welches so in die Richtung geht, ne? Wenn man sagt, sie könnte bisexuell, wenn nicht lesbisch sein. Wie nochmal? Das ist so ein Indiz dafür, dass jemand bisexuell, wenn nicht lesbisch ist, wenn solche Gedanken im Kopf sind. Ja, genau. Ja. So, jetzt hast du aber deinen Freund gehabt. Ja, genau. Wie ging es nun weiter? Ich habe auch mit ihm darüber geredet. Er fand es auch alles ganz nett, dass ich so offen war und alles. Habe auch zu der Zeit noch keine Erfahrungen in der Richtung gemacht. Mhm. Habe ihm aber auch gesagt, dass ich es schon gerne ausprobieren würde. Und ja, wie die Freunde halt das so meistens sagen, hat er gemeint, er wäre halt, wenn dann, gerne dabei. Mhm. Mhm. Das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Sache. Ich würde es halt, wenn dann, schon gerne so alleine machen wollen. Und ja, jetzt, wir hatten da halt ziemlich viele Probleme gehabt. Achso, es ist noch nicht zu einem so einem Dreier gekommen. Nee, das nicht. Aber es liegt so in der Luft und du möchtest es eigentlich gerne mal ausprobieren? Ist das so der aktuelle Stand der Probleme? Nee, ich möchte eigentlich keinen Dreier ausprobieren. Ich möchte es halt lieber alleine ausprobieren. Ja, ja. Aber das will er halt natürlich nicht. Ja. Er will mir halt vertrauen können und für ihn wird es halt genauso fremdgehen wie mit einem Mann. Womit er recht hat. Ja, klar. Nee, womit er recht hat. Da sehe ich auch keinen Unterschied. Überhaupt keinen Unterschied. Ja, ich weiß. Also ihr seid jetzt zusammen seit letzten März. Ist das eigentlich eine gute Beziehung, würdest du so sagen? Ja, es gab schon ziemlich viele Höhen und Tiefen, weil es mir halt auch psychisch nicht so gut geht, aber wir sind jetzt halt wieder glücklich. Wie ist es sexuell? Läuft alles super. Also läuft alles super und du denkst auch nicht an Mädels, wenn du mit ihm schläfst. Och, naja. Das schon. Ah, ja. Und du hast die Sehnsucht, das mal auszuprobieren, real mit einer Frau? Und er sagt nein, also wenn dann nur zu dritt, sonst ist das für mich wie Fremdgehen. Ja. Muss ich ihm zustimmen? Also auch wenn man so eine bisexuelle Ader in sich entdeckt und man ist in einer Beziehung, muss man diese bisexuelle Ader ja nicht ausleben, wenn man sich für die Beziehung entschieden hat. Aber ist die Frage, ob du dich wirklich entschieden hast für die Beziehung, das ist die Frage. Doch, das habe ich schon, aber es schwirrt halt auf jeden Fall noch in meinem Kopf rum. Mhm. Und es gibt halt da schon auch so Personen, wo ich denke, oder es gibt eine bestimmte Person, wo ich halt denke, die wird mich schon sehr interessieren und finde ich halt auch sehr süß. Könntest du dir denn so in der Theorie, es ist ja eine reine theoretische Frage jetzt, könntest du dir auch vorstellen, dich in eine Frau zu verlieben und mit der eine richtige Beziehung zu führen? Könnte ich schon, ja. Jetzt gerade nicht, aber so generell schon. Mhm. Ja, dann ist die Befürchtung deines Freundes natürlich durchaus begründet, ne? Ja. Durch so ein Fremdgehen, sag ich mal, kann natürlich viel in Gang kommen und ihr seid vielleicht auseinander. Da hat er Angst vor, verständlicherweise. Ja. Ich meine, ich hatte es, als wir zwischendurch auseinander waren, hatte ich es mehr oder weniger ausprobiert mit einer guten Freundin. Es war natürlich auch wieder eine ganz andere Sache. Und ach, es ist schon passiert. Ja, das weiß er halt auch. Das weiß er schon. Also es ist halt jetzt, mein Problem ist halt jetzt, dass ich halt
schön gerne nochmal machen würde. Mhm. Oder es am liebsten parallel halt laufen lassen würde. Aber das ist, glaube ich, halt auch ein bisschen zu viel verlangt. Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich. Es sei denn, er ging so locker damit um, aber er geht nicht locker damit um, höre ich schon. Mhm. Ne? Er will es ja nicht. Ja, also wir können halt schon über alles reden und ich liebe ihn auch über alles, das ist auf jeden Fall. Und ja. Ich will ihn halt auch nicht verletzen, aber die Gedanken sind auf jeden Fall da. Also Jasmin, das ist fast schon ein klassisches Problem. Aber ja. Da gibt es auch die klassische Antwort drauf, dass man eben nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann. So platzig das anhört, aber so ist es. Und dass man sich da muss man entscheiden. Wenn dir die Beziehung und die Liebe zu deinem Freund wert ist, dann musst du dich dafür entscheiden und auch für die Treue, finde ich. Wenn du neugierig bist und auch ein Leben andere Dinge im Leben ausprobieren willst, dann musst du dich befreien und musst wieder Single sein und dich ausprobieren. Aber alles auf einmal geht eben nicht, es sei denn, der Partner macht mit. Und da musst du für dich ganz allein eine Entscheidung treffen, wo du hingehst. Da kann dir auch keiner helfen. Ja, ich höre recht. Jasmin, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Mark, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo Marc. Ich grüße dich. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's fast das gleiche wie bei meiner Vorrednerin. Bloß bei mir ist das Problem, ich bin verheiratet, habe einen 3-jährigen Sohn. Ja. Und habe mich jetzt irgendwie in einen Arbeitskollegen verliebt. Ja, das ist fast dasselbe, nur in grün, ne? Ja. Du hast dich in einen Arbeitskollegen verliebt. Ja. Weiß deine Frau das? Deine Partnerin? Ja, um Gottes Willen. Die weiß nichts. Nee. Weiß denn der Arbeitskollege davon? Meine Arbeitskollegin weiß davon. Und ist denn da schon was gelaufen zwischen euch beiden? Nein, nein, um Gottes Willen. Also das würde ich nicht machen. Wenn, dann möchte ich rein Wein schenken. Ja. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Und der Arbeitskollege, ist der in dich auch ein bisschen verknallt? Das ist eine Frau. Ach, das ist eine Frau? Ja. Ach so, ich dachte jetzt, das wäre jetzt... Nee. Ah, verstehe. Ja. Jetzt verstehe ich. Ist sie denn in dich verliebt? Ja, das ist es ja. Sonst wäre ja das Problem nicht. Naja, es wäre ein bisschen abgefederter, ein bisschen leichter, wenn sie jetzt gar nichts von dir wollte. Dann würde ich sagen, Marc, komm, vergiss es und konzentriere dich auf deine Beziehung, dann wird's gut. Ja. Aber die ist auch verliebt in dich. Ja, das ist es ja. Und sie weiß halt auch, dass ich verheiratet bin und ein Kind habe und so. Ja. Und das ist halt das Problem, das ich habe. Wie lange bist du verheiratet? Wir sind jetzt 2 Jahre verheiratet, unser Sohn ist 3 und 4 Jahre sind wir zusammen. Ja. Bist du denn glücklich in der Ehe? Eigentlich schon, das ist es ja. Was heißt denn eigentlich? Ja, also ich vermisse nicht. Es ist auch nicht so, dass ich sage, ach, mir geht's so dreckig und mir fehlt das oder ich liebe sie nicht mehr. Ich bin eigentlich glücklich. Weißt du, Marc, ich habe immer die These, wenn man sich neu verliebt, dann macht man das nie, wenn man wirklich glücklich ist, wirklich rundherum glücklich. Ich glaube, man verliebt sich immer neu, wenn man irgendwo ein bisschen viel vermisst. Ja, das ist es aber eigentlich, kann ich ja nicht sagen, dass ich irgendwas vermisse. Mhm. Weil es läuft eigentlich alles super. Wir haben schon kräftige Hürden überwunden, weil das Problem ist, ich bin 23, meine Frau ist 35. Ja. Und da war es natürlich also mit den Eltern nicht so toll und so, die fanden das natürlich auch nicht so prima. Und naja, das haben wir halt alles geschafft. Da hatten wir finanzielle Probleme, haben wir auch alles gebacken gekriegt und sowas. Mhm. Und ich würde das Risiko ja auch gerne eingehen mit der neuen, aber ich habe halt auch Angst, weil ich selber ohne Vater aufgewachsen bin, meinem Sohn gegenüber, wie das ist. Mhm. Und als alleinerziehende Mutter bist du heute da in Deutschland ja angearscht. Wie wichtig ist dir deine Frau? Eigentlich sehr, weil sonst würde ich sagen, ich mach's, zieh's durch, egal was kommt. Bloß wenn ich jetzt so sehe, auf der einen Seite lasse ich es ja dann im Stich. Was reizt dich denn jetzt an dieser neuen Geschichte? Was zieht dich dahin? Ich weiß es nicht, sobald ich sie sehe, kriege ich ein tierisches Herzklopfen und ich kann es kaum erwarten, wenn wir uns wiedersehen. Wir treffen uns ja ab und zu, aber da ist halt noch nichts gelaufen, weil wenn, dann möchte ich meine Frau schon rein Wein einschenken und sie nicht hintergehen. Gerade durch die Verwirrung, ob das nun ein Mann oder eine Frau ist, habe ich nicht richtig mitbekommen, sie weiß das von dir schon, dass du auch verknallt bist. Das heißt, ihr sprecht da offen drüber. Ja, das wir haben uns darüber unterhalten und wir treffen uns ab und zu und reden uns darüber, und wie sie sich das dann vorstellt, wenn es jetzt läuft und sowas, weil ich möchte auch meinen Sohn nicht verlieren und so, und den wollte ich auch. Weißt du mal, die Sendung geht gleich zu Ende, deswegen will ich mich jetzt schnell komprimiert zusammenfassen und kurz fassen. Ich glaube, dass man in den Anfängen so etwas noch ganz gut abbremsen kann. Je mehr passiert, desto mehr verwickelt man sich da auch rein. Wenn du jetzt für dich einen Standpunkt hast und sagst, ich habe eine Familie, ich habe ein Kind, ich liebe meine Frau, die Frau ist mir sehr wichtig. Das andere ist vielleicht irgendwie was Neues, was Reizvolles. Aber die Qualität, das ist das, was in meiner Beziehung, in meiner Ehe stattfindet. Dann bremse jetzt ab und entscheide dich für deine Familie und für deine Frau, für dein Kind. Jetzt kannst du es noch. Wenn du dich sehr einlassen würdest auf die neue Frau, wird es immer komplizierter.
Ja, aber dann könnte ich ja sagen, irgendwie mal später, ja, warum habe ich es nicht gemacht? Vielleicht war es ja doch der richtige Weg. Du sagst hinterher, ich habe es nicht gemacht, weil ich zu meiner Frau gestanden habe. Das war der richtige Weg. Ja, aber vielleicht kommt ja später der Zeitpunkt, wo ich es bereue. Ich weiß es vielleicht, nicht. Vielleicht, aber so ist es nun mal, wenn man sich entscheidet. Lieber Marc, jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja, gut. Alles Gute für deine Entscheidung. Ja, danke. Tschüss. In der Technik, Gundel Blendin. Morgen heißt unser Thema Unfassbar, aber wahr. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer oder uns mailen. Gute Nacht, schöne Nacht. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Im Iran spitzt sich der Streit zwischen Reformern und konservativen Geistlichen zu. Präsident Khatami drohte mit seinem Rücktritt. Grund ist der Ausschluss tausender reformorientierter Kandidaten von den bevorstehenden Parlamentswahlen. Die Entscheidung darüber hatten der sogenannte Wächterrat und ihm nachgeordnete Gremien getroffen. Khatami verlangt vom Wächterrat, die ausgeschlossenen Bewerber doch noch zuzulassen. Die USA wollen ehemalige Gegner des Irakkrieges nicht mehr strikt von Wiederaufbauaufträgen ausschließen. Wer mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten wolle, könne sich um die Irakaufträge bewerben, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA. Damit könnten grundsätzlich auch deutsche, französische und kanadische Firmen zum Zuge kommen. Präsident Bush deutete nach einem Gespräch mit dem kanadischen Regierungschef Paul Martin ebenfalls eine Lockerung der Vergaberichtlinien für die Aufträge an. Die Vereinten Nationen wollen ein Team von Mitarbeitern in den Irak entsenden, um die Sicherheit